Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Aufzufallen mit Radio, Fernsehen oder Online-Werbung setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele 1 für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, für ihre Botschaft. Wir beraten sie gerne. Das Jodlerfest 2019 wird Ihnen präsentiert von Coop, für mich und dich. Und der CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Einen wunderschönen guten Nachmittag und ganz herzlich willkommen zum 63. Zentralschweizerischen Jodlerfest aus dem schönen Horb. Und ich bin sicher, Sie sehen es mir schon an, es ist ein bisschen warm. Ich verspreche Ihnen aber darum umso schönere Bilder, die wir Ihnen heute am Nachmittag heim in die kühle Stube oder vielleicht sogar auf den Balkon liefern. Ja, Fahnen schwingen, Alphorn und Büchelblasen oder Jodeln seit dem Freitag am Nachmittag ist hier in Horb so einiges los. Das ganz grosse Highlight, das kommt jetzt aber erst noch der Festumzug und den bringen wir Ihnen eben live heim in die Stube hier auf Tele 1. Die Luzerner Gemeinde Horb, also für einen ist die Hochburg vom Schweizer Brauchtum und der ganz grossen Traditionen. Wir wollen Ihnen darum als erstes die Gemeinde, wo fast 14'000 Menschen leben, ein bisschen genauer vorstellen. Ja. Horb. Die Gemeinde am See, zwischen dem Pilatus und dem Vierwaldstädter See. Der Theo Niederberger ist in Horb aufgewachsen, hat hier politisiert und 43 Jahre als Böstler gearbeitet. Und auch mit 75 tanzt er noch in der Trachtengruppe mit. Er ist häufig hier auf dem Kielenfeldhügel beim Altersheim anzutreffen. Ja, ich genieße eigentlich alles. Ich gehe 4 bis 5 Mal in der Woche richtig dicke Wald, über die Halbinsel. Meine Schwägerin wohnt seit ein paar Jahren hier. Das war ein Stadtmädchen. Und der durfte ich jetzt, das ist die Schwester von meiner Frau, zeigen, was verschiedene Kühesorten wir haben. Ja, ja, dir gefällt das. Du hast ein bisschen Schatten, aber du liegst jetzt. Tier machen ihm Freude. So auch der Milan, der gerne über dem Kielenfeldhügel kreist. Viele Leute schätzen die urbane Gegend zu Horb. Mit ca. 14'000 Einwohnern ist Horb nämlich statistisch gesehen eine Stadt. Aber nicht für einen Theo Niederberger. Wir haben rechts und links haben wir einen Haufen grünen Wald bis fast den Pilatus rauf. Ja, ich glaube, Horb ist ein Dorfblumen. Der letzte grosse Event hat Horb 1966 am Zentralschweizerischen Jodlerfest gehabt. Viel Erfahrung mit Grossanlässen hat die Gemeinde ja darum eigentlich nicht. Der Gemeindepräsident Rudi Burkhardt sieht das aber ganz anders. Also Horb führt natürlich unter anderem auch andere Grossanlässe. Für uns ist der Swiss City Marathon zum Beispiel auch ein Grossanlass. Den führen wir jedes Jahr durch mit einem eigenen OK von Horb aus. Und es gibt andere Anlässe, wie der Skiclub Horb, der grössere Anlässe durchführt, immer wieder Grossanlässe durchführt. Also von daher sind wir gewappnet für die Organisation von dem Anlass. Horb eignet sich gut als Austragungsort vom Jodlerfest, meint er. Das eine ist die Infrastruktur mit all diesen Vortragslokalen, die Horb einen Weg anbietet. Das andere ist die verkehrstechnische Erschließung von Horb. Wir sind überzeugt, wir bringen die vielen Besucher problemlos an den Festplatz hin und natürlich nachher auch wieder heim. Und die Leute, die da kommen, können Horb auch noch für die schönste Seite kennenlernen, indem sie sich an See bewegen, die Halbinsel gehen. Also wir haben einiges zu bieten, ja. Der Theo Niederberger war schon 1966 am Jodlerfest dabei gewesen. Viel weiss er aber nicht mehr. Ja, ich kann mich erinnern, ich bin noch in der Schule und
eigentlich weiss ich nur, dass wir, ich bin ein Bauernbub gsi und dann haben wir, als Jodelfest haben wir dürfen, weil der Lehrer gesagt hat, da gehen wir. Aber vom Fest selber kann ich mich nicht mehr so erinnern. Und auch heute noch mache ich die Schule mit. So ist Manuela Bernasconi vom OK sogar in die Klasse vorjodeln. Also mir hat sehr viel Plausch gemacht. Ich bin jetzt 6 Wochen in diesen Schulhäusern unterwegs. Und ich bin wirklich ganz glücklich am Mittag gekommen, weil die Schüler haben so gut mitgemacht. Man war willkommen und sie haben den Plausch am Jodeln. Der ein oder andere Schüler hätte sie sicher können fürs Jodeln begeistern. Der Horber Jodelnachwuchs dürfte also gesichert sein. Ja, Horb bleibt hoffentlich also auch in Zukunft eine Jodel-Hochburg. Bei mir ist jetzt der Fritz Braun vom OK. Fritz, die erste Frage ist, glaube ich, offensichtlich. Ich habe schon heiss, wie muss es dir gehen? Ich glaube, die Trachtenleute schwitzen enorm. Und ich glaube, mit gewisser Zeit ist es einfach so, als du nicht mehr daran denkst. Und es läuft einfach die Hosen ab und in die Schuhe. Aber wichtig ist, dass man genug Mineralwasser trinkt. Weil ich denke, mit Alkohol ist bist falsch. Aber am Abend gibt es immer etwa eins. Aber es ist schon so. Die Hitze ist enorm. Und wir haben jetzt auch Probleme gehabt mit dem Umzug. Oder? Wir mussten umdisponieren Anfangswoche. Es war so, dass einfach die Hitze ist immer mehr geworden. Und dann haben wir versucht, mit Brunnen, wir haben Brunnen am Umzugsrand, die wir installiert haben. Wir versuchen die Strassengewässer, die ist jetzt zwar schon wieder trocken. Eben zum Beispiel wegen den Tieren, die ja da zum Beispiel kommen, das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach mit dem Asphalt. Ja, es ist so, wir haben 43 Nummern eigentlich und das ist gewaltig, wie wir das können auf die Beine stellen. Am Anfang war es sehr harzig, weil ja, musst du den Leuten nachgehen und den Clubs und den Vereinen. Und danach, jetzt haben wir relativ viele Hundegruppen. Und das ist so, als mit diesen Hundegruppen mit den Pfoten einfach das Problem ist. Und die haben jetzt alle abgesagt. Das ist verständlich, ich verstehe das. Man will ja nichts riskieren, auch mit den Tieren nicht. Und das ist so, als wir jetzt wir haben den ganzen Sentefee voraus mit 15 Kühe, 6 Geissen. Und der Siegermuni vom kantonalen Schwingfest in Rotenburg 2020 ist auch unter uns. Da freuen wir uns auch riesig. Und die werden duschen vor dem Umzug. Ja, wirklich. Das würde ich mir im Moment auch wünschen. Also nicht mit Shampoo, sondern einfach wirklich abduschen. Und dann nachher laufen sie. Und dann werden sie am Schluss noch duschen. Also wir versuchen alles Mögliche zu machen. Es ist halt wirklich halt... Wir machen das Beste daraus. Ja, es ist so. Also. Und wir wollen uns nicht beschweren, wenn es mal schön ist, ja eigentlich. Also ich würde jetzt lieber so Wetter, weder als runterstrezen. Nein, wir sind wirklich zufrieden und glücklich, dass wir das Wetter haben dürfen. Fritz, wenn du selber vom OK als Horber jetzt hier dabei bist, nachher auch am Umzug teilnehmen, was ist das für ein Gefühl? Auf was freust du dich vielleicht auch besonders? Es ist enorm. Wir haben ja jetzt schon 2 Einzüge gehabt. Das ist die Festeröffnung, der Festtag mit einem schönen Umzug. Also einen relativ kleinen Umzug. Aber das ist, wenn du die Leute siehst am Strassenrand, wie zufrieden und glücklich. Und da können wir fast tränen. Weil das sind 2 oder 3 Jahre Vorbereitung. Und nachher, wenn du so etwas erleben darfst, das erlebst du nur einmal im Jahr. Dann wünsche ich dir wirklich einen ganz emotionalen Umzug und hoffentlich nicht zu heiss. Danke, Fabian. Merci vielmals, ich lasse dich springen. Der Fritz Braun vom OK, schön, dass du schnell vorbeikommst. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Ja, und während das OK natürlich einiges zu tun hat und jetzt auch noch ein bisschen ins Schwitzen kommt, denn für einen Umzug ist in den letzten Tagen vor allem Jodler, Alphorn und Büchelblöser und Fahnenschwinger im Mittelpunkt gestanden. Die haben nämlich ihre Wettvorträge gehabt, die dann auch mit Bestnoten hoffentlich ausgezeichnet worden sind. Ein ganz speziellen Auftritt hat die Jodlerin Gabriela Heer gehabt. Sie ist vor 11 Jahren hier von Horb in die USA ausgewandert und hat gesagt, ja, wegen dem Jodlerfest, da komme ich natürlich noch einmal zurück in meine Heimat. Kurz noch zusammen die Noten anschauen und den letzten Feinschliff holen. Schon gleich stehen Gabriela Heer und Franz Stadelmann nämlich auf der Jodlerfestbühne. Auch wenn sie gar nicht so viel Zeit zum Üben hatten, tönt es schon vielversprechend. Für die Sängerin ist klar, am Jodlerfest daheim will sie auf der Bühne stehen. Mit der Aschlis Mutter Jodel-Ikone Franz Stadelmann ist sie dann aber eher durch Zufall zusammengekommen.
Das ist alles sehr kurzfristig entstanden. Und zwar habe ich mich sehr kurzfristig entschieden, am Jodlerfest zu singen. Und dann habe ich etwa 2-3 Tage einen Handorgler suchen und habe gedacht, ja, du, wie mache ich das von den Staaten aus? Und habe sehr viele Tipps bekommen und viele angerufen und gemailt. Und dann hat Silvia Hafner gesagt, du frag doch noch den Franz Stadelmann. Ich habe gesagt, ja, klar, hat seine E-Mail-Adresse. Und er hat so herzig ja gesagt und gesagt, das machen wir miteinander. Und ich bin sehr froh, es ist eine Top-Wahl. Nach knapp 10 Jahren Amerika ist es ein Heimkommen für sie. Die 35-Jährige hat ihre Heimat aber nie vergessen. Ihr aktuelles Album heisst zum Beispiel «Hommage to Gremlis». So heisst der Bauernhof, wo sie in Horb aufgewachsen ist. Dort zu sein ist ein Traum, es ist das Paradies. Also wirklich, du kommst von einer Stadt zurück und siehst die Berge, das haut mich eigentlich jedes Mal fast um, muss ich sagen. Es ist jetzt doch schon 11 Jahre und es ist ein Moment, wo man weg ist und da vermisst man es manchmal ein bisschen. Nach der Probe heisst es dann schon gleich, Instrument schnappen und ab auf die Bühne. Trotz der Hitze, die beiden geben alles. Der Franz Stadelmann hat es genossen an der Seite von der Gabriela her. Ja, es war schön, warm auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig heiß hier drinnen. Wir waren der zweitletzte Vortrag. Und es war gut, es ist ein Genuss, mit der Gabriela so aufzutreten. Auch die Horber Sänger ist zufrieden mit dem gemeinsamen Auftritt. Es sei aber schon etwas speziell auf der heimischen Bühne. Also ich muss sagen, ich kenne halt schon ein paar Leute, ein paar Nachbarn sind gekommen, ein paar Leute von früher noch, also vor meiner Zeit, als ich ausgezogen bin. Meine ganze Familie ist da, die durfte ich einfach nicht anschauen. Aber es ist sehr schön, also mir hat es gefallen und gefällt mir immer noch. Für die Gabriela Heer geht es schon gleich wieder zurück in die USA. Zuerst feiern sie jetzt aber noch zusammen das urchige Fest. Ganz viele glückliche Gesichter, also nach den Wettvorträgen hier am 63. Zentralschweizerischen Jodlerfest zu Horb. Das Highlight, da bin ich mir sicher, kommt aber erst noch, und zwar in wenigen Minuten, der grosse Festumzug. Und den zeigen wir Ihnen live nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Bist schon das erste Mal im Fernsehen? Das Jodlerfest 2019 wird Ihnen präsentiert von GOP für mich und dich. Und der CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Innerschweizer Schwing- und Alplerfest 2019 mit den besten Schwinger am 7. Juli zu Flüelen. Packende Zweikämpfe und Emotionen pur über 10 Stunden live auf Ihrem Zentralschweizer Fernseh Tele 1. Das Innerschweizer Schwing- und Alplerfest wird Ihnen präsentiert von Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region und Radio Pilatus. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Um aufzufallen mit Radio, Fernsehen oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele 1. Für Ihr Produkt, für Ihre Dienstleistung, für Ihre Botschaft. Wir beraten Sie gerne. Die Welt von Naturocor KG. Attraktive, moderne und natürliche Böden. Kork, Mikrodur, Vinyl und Parkett.
Kenzig Herrenmode, das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. kenzigherrenmode.ch. Schwing und das Alplerfest auf der Rigi, der Königin der Berge, am Sonntag, 14. Juli, live auf Tele 1. Wer schwingt am Bergkranzfest oben aus? Wir liefern packende Kämpfe und spannende Analysen über 10 Stunden live am 14. Juli auf Ihrem Zentralschweizer Fernsehen. Das Schwing- und Alplerfest auf der Rigi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Rigi. Aussteigen, geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region. Emma Technotwil. Das Jodlerfest 2019 wird Ihnen präsentiert von GOP, für mich und dich. Und der CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner ganz persönlich. Herzlich willkommen zurück zum krönenden Abschluss des Zentralschweizerischen Jodlerfest 2019 hier in Horb. Um die 40 Nummern werden erwartet, die hier beim Umzug bei uns vorbeikommen, die eine oder andere. Wir haben es vorher gehört, hat müssen absagen, zum Beispiel wenn Tiere dabei sind. Wir haben einige Hundenummern gehabt, Berner Sennenhunde, die natürlich auf dem heissen Asphalt nicht hier den Umzug mitlaufen können. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es ganz farbenfroh, bunt und spannend wird. Wir haben zum Beispiel die Reichler aus Mägerital, die Wöschweiber aus Kriens, den Tell und den Walterli aus dem Urnerland oder das grösste Alphorn von der Schweiz, das bei diesem Umzug wird mit dabei sein. Und darum ist es jetzt höchste Zeit, dass ich abgebe zu unseren beiden Kommentatoren. Und da können wir uns eine Strädie, nämlich ganz ein gutes Plätzchen. Wir haben hier den Kreisel in Beschlag genommen und haben unsere beiden Kommentatoren, die Viviane Speranda und den Godi Studer, dort oben platziert. Und ich würde sagen, wir übergeben Ihnen doch das Wort und ich wünsche ganz viel Vergnügen beim Festumzug. Ja, ein herzliches Grüezi miteinander. Natürlich auch von unserer Seite. Es ist soweit, der ganz grosse Festumzug vom 63. Zentralschweizerischen Jodlerfest startet in wenigen Minuten. Es ist der absolute Höhepunkt von dem ganzen Wochenende. Ein Wochenende, das geprägt ist, natürlich von wunderbaren Klängen, aber nicht nur das Wetter. Vor allem die Hitze ist ganz ein grosses Thema. Und wir hoffen jetzt ganz fest, Sie sind zuhause in der kühlen Stube und können mit uns den Umzug so richtig geniessen. In der nächsten Runde, 2 Stunden, werden wir Ihnen die schönsten Bilder heimliefern. Alles in allem warten etwa 37 Nummern auf uns. Eine bunte Mischung aus Tradition und Brauchtum oder dann mit einem klaren Bezug zum schönen Horb, der in diesem Jahr ja eben diesen tollen Umzug durchführt und das ganze Fest durchführt. Es freut mich sehr, dass ich einen absoluten Experten an meiner Seite habe. Es ist der Godi Studer. Herzlich willkommen, Godi. Ja, was dürfen wir erwarten heute so von diesem Umzug? Also zuerst auch von meiner Seite einen freundlichen Willkommengruß hier in Horb. Wenn du fragst, was wir uns können jetzt erwarten können, das ist noch wirklich etwas zum tollen Abschluss. Wir haben am Freitag können starten und gestern den ganzen Tag und auch die Nacht durch war eine gigantische Gesangsstube. So hat das auch heute am Festakt der Regierungsrat Marcel Schwertzmann betitelt. Und wir hören auch jetzt bereits wieder singen und jutzen, eine Fröhlichkeit verbunden mit bunten Umzugsnummern. Du bist in der Szene sehr, sehr bekannt, seit 1971 quasi in der Jodler-Szene mit dabei. Das war aber nicht ganz so freiwillig gewesen. Du bist wahrscheinlich dazu gezwungen worden, oder? Ja, Zwang ist eigentlich ein bisschen böse gesagt. Man hat einfach dann wahrscheinlich gedacht, der Lehrer, der jung ist und zugleich auch noch Organist ist, der könnte ja wahrscheinlich sicher auch einen Jodelclub leiten, obwohl er sich eigentlich nichts könnte haben von der Jodler-Szene. Eine flotte Jodlerin habe ich gekannt. Das ist die heutige, immer noch meine Frau. Und dann zumal hat man mich einfach eingeladen in eine Wirtschaft, wo anscheinend vorgängige Halbstunde vorher ein Jodelclub gegründet worden ist. Und man hat mich dann eingeladen und hat eröffnet, dass ich vor einer halben Stunde zum Jodel
Dirigent gewählt worden bin. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Es ist auch nicht gefragt worden, ob ich das kann. Man hat einfach gefragt, wann das die erste Probe ist, und die hat stattgefunden in einer Woche. Meine einzige Bedingung, die ich stellen, ist, dass sie ein Klavier herentun. Und das haben sie aus der Tierwelt für 100 Franken gekauft. Ja, und im Jodeln bist du dann effektiv auch treu geblieben. Hast du es dann inzwischen auch gelernt? Also wenn ich dich jetzt überbette, uns einen zu juchzen? Es ist immer die falsche Meinung, dass jeder, der eine Tracht hat und in einem Jodelclub liegt, dass der jodeln kann. Es ist ja zweierlei. Das eine ist einmal der Chorsänger, der es braucht, oder die Sängerin, die es braucht, für ein Liedteil mitzusingen und im Jodel können es begleiten. Ich selber kann nicht jodeln. Aber wir hätten ja jeweils Jodlerinnen oder Jodler, die im Jodeltau den Jodeltau jutzen. Und von dort her gibt es die meisten, die nur, in Anführungszeichen, Chorsänger oder Chorsängerinnen sind. Und die wenigsten sind jeweils Jodler. Ja, über das Jodeln, das werden wir sicher noch ausführlicher darüber reden. Was wir jetzt hier gerade sehen, sind ein paar Wege, wo die Strassen kühlen. Etwas sehr Wichtiges, oder, heute an diesem heissen Tag? Wir haben es vorhin bereits gehört, dass einige Hundenummern oder alle Hundenummern abgesagt worden sind. Die Hunde schwitzen ja vor allem über die Füße und sich kühlen. Und jetzt hören wir dir sicher einen Alpaufzug, Santa Fe, gesehen. Und dass die auch nicht müssen leiden müssen. Sie sind abgespritzt worden, bevor sie jetzt anfangen laufen. Und jetzt tut man extra für das Vieh den Asphalt netzen. Ja, man hat, glaube ich, an verschiedenen Orten, auch auf der Route, hat man immer wieder Stationen eingebaut, wo sie auch trinken können. Also auch etwas ganz Wichtiges. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es wird also sehr gut geschaut zu allen Tieren, die hier an diesem Umzug mitmachen. Godi, du bist seit dem Freitag hier zu Horb im Einsatz bei den Wettvorträgen. Wie hast du das Fest so ein bisschen bis jetzt erlebt? Also bevor man als Jurymitglied an so ein Fest geht, dann muss man sich selbstverständlich gründlich vorbereiten. Das ist die Aufgabe der Jurymitglieder. Und selbstverständlich auch die Aktiven, die sich monatelang auf so ein Jodelfest vorbereiten. Dass sie das gemacht haben, das hat auch wirklich Auswirkungen gehabt. Man hat gemerkt, dass alle, die auftreten sind, sehr gut vorbereitet sind. Insbesondere Club, also Gruppen, die man beim Jodelvortrag hat dürfen hören, die waren bestens vorbereitet. Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass wir unser Niveau behalten können. Denn Jodeln und die Vorträge, Alphornblasen und so weiter, das ist Musik, das ist Musizieren. Wie bist du denn jetzt wirklich zufrieden mit dem Niveau in diesem Jahr? Also du hast es mir vorgängig schon ein bisschen angetönt. Es gibt ja verschiedene Jodelfeste. Heuer finden 4 Unterverbands-Jodelfeste statt oder haben schon stattgefunden. Und man stellt verschiedene Niveau fest, je nach Regionen, wo einfach vielleicht die Tradition oder die Überalterung noch nicht so stattgefunden hat in den Club, wo die Tradition gepflegt wird, wo das Niveau sehr hoch ist. Und wir dürfen mit Stolz festhalten, dass der Zentralschweizerische Jodelverband einer der führenden Jodelverbände ist vom Niveau her. Ich habe wirklich dürfen nur sehr gute und gute Vorträge klassieren. Und das freut einem natürlich auch, wenn man in den Vortragenden darf nachher eine Quittung ausstellen und sagen, ihr habt das sehr gut gemacht oder gut gemacht. Kannst du denn schon irgendetwas sagen, so ein bisschen über die Statistik vielleicht, wie das jetzt in diesem Jahr aussieht? Ja, also wenn man zurückschaut, dann muss ich einfach mit Freude sagen, wir haben noch nie einen so einen hohen Prozentansatz gehabt von der Klasse 1. Wir haben gesamthaft, also wenn wir Jodel-Duett, Jodel-Einzelvorträge, Gruppen, Quartett oder Terzett, wenn man das alles zusammenfasst, die 214 Vorträge, die man hat dürfen jurieren, dann darf man zusammenfassend sagen, dass wir auf 70% sind, wo Klasse 1, also Klasse 1 heisst sehr gut, dass die das erreicht haben. Klasse 2, das heisst gut, dort haben wir 22%. Und Klasse 3, befriedigend, sind nur noch 4%. Ja, also das ist definitiv erstaunlich wenig. Jetzt sehen wir schon die erste Nummer. Das ist das Santa Fe, wo wir schon ein bisschen davon geredet haben. Ja,
Man sieht vor allem behornte Kühe, behorntes Vieh. Kannst du dazu etwas sagen? Das ist ja schon eher selten, oder, in der heutigen Zeit. Ja, ich wollte ja nicht irgendwie noch über die Hornkuh-Initiative, die wir im November 2018 abgestimmt haben, da eine Diskussion eröffnen. Ich wollte auch nicht Vor- und Nachteile sagen, enthornt oder mit Horn. Hingegen freut es einem natürlich schon, wenn man so viel sieht, wo noch eine schön gehornte Köpfe haben, wo man eigentlich auch im Bilderbuch jeweils noch finden kann. Es ist schön, dass es noch Bauern gibt, die ohne Subventionen die Hörner wachsen und die nicht enthornen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und ich kann mir vorstellen, dass das sicher auch vielen Zuschauerinnen und Zuschauern auch wird gefallen. Jetzt sehen wir hier gerade ein bisschen Durcheinander. Das Vieh will, glaube ich, nicht ganz so wie sie, die sie an den Leinen führen am Halfter. Ist das normal? Passiert das immer wieder etwa? Selbstverständlich. Es ist nicht der erste Umzug, wo das Vieh vielleicht einen kleinen Strich der Rechnung macht. Ich weiss von diesen Bauern, dass die jeweils üben mit dem Vieh. Also daheim auch laufen und probieren, die miteinander über eine Strecke zu führen. Aber ein Tier ist immer noch ein Tier, das vielleicht halt mehr in der Natur nachlebt und vielleicht haben sie auch ein bisschen zu heiß, das ist ja möglich, aber man kann sie gleich anschauen. Es ist ein schönes Bild, das sich da präsentiert, mit den vielen schönen Kühen, die ziert sind. Es ist eine Pracht und sicher auch ein Stolz von der Bauernfamilie Studhalter. Ja, es ist der Zuchtbetrieb von Matthias und Susanne Studhalter, die im Kastanienbänderbetrieb oben haben. Wird man da echt ein bisschen nervös, wenn man jetzt da zuständig ist für das Vieh? Ja, sicher. Also, sie haben sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, dass alles schön reibungslos läuft und dass das Vieh da sich präsentiert. Und da kann man schon ein bisschen nervös werden. Sicher auch der Umzugsverantwortliche hat vielleicht auch ein bisschen nervöse Zeit jetzt gerade, weil es muss ja die alles in der programmgemäß ablaufen. Aber die jungen Leute, die wir hier sehen, freuen sich und haben Freude an dieser Umzugsnummer. Wir sind jetzt auch gerade am Anfang von dem Umzug und so wie wir jetzt gesehen haben, kommt der Zug in den Vieh-Tross rein und jetzt geht es sicher los auf den langen Umzugsweg. Dass das Vieh schön läuft und zum Freude und zum Stolz von den Bäuerinnen und Bauern, die das Vieh durchführen. Man sieht auch mit viel Liebe sind die Tiere geschmückt, dass sie viele Stunden Arbeit hinterrennen, die zugunsten und zur Freude von uns Zuschauerinnen und Zuschauern geleistet worden ist. Und natürlich dürfen auch die Kleinsten dabei nicht fehlen, die hier die Nummer 1 vom Umzug tragen. Das Prachtkerli, das man hier im Bild sieht, das ist der Muni Lucaro und der hat ganz eine spezielle Geschichte, Godi, gell? Ja, das ist der Siegermuni vom kommenden 101. Luzerner Kantonalen Schwingfest, das nächstes Jahr in Rotenburg stattfinden wird. Welche Böse darf ich den Muni mit heimnehmen? Sind wir gespannt. Thank you.
Züchter von diesem Lucaro ist der Franz Filme, Widmer aus Rotenburg. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass so eine Muni einfach einmal auch kann üben kann und an so einem Anlass auftreten, damit er eben parat ist für so ein Schwingfest, oder? Am Schwingfest muss er oder darf er die auch in der Arena seine Runden drehen. Und darum ist es gut, dass er jetzt einfach ein bisschen üben kann am Jodelfest hier in den Horb. Ich habe auch gehört, dass dass nicht jeder Muni für das auch geeignet ist. Also es kommt sehr stark natürlich auf den Charakter drauf an. Kannst du uns da vielleicht etwas dazu sagen, wenn sich auch der Charakter vielleicht ändert? Hat das etwas mit dem Alter zu tun? Ja, ich kann da zu wenige Auskunft geben. Ich kann nur auf mich rückschliessen, dass ich mich auch verändere im Alter. Und ich kann nicht sagen, dass wahrscheinlich sich auch der Muni wird verändern. Wird der Charakter stärker im Alter? Selbstverständlich, viel reifer. Ja, und warum dass der Umzug jetzt schnell stehen bleibt, das hat einen einzigen Grund. Das Santa Fe, das macht nämlich jetzt eine wunderbare Umrundung bei uns um den Kreis herum. Ein wunderbares Bild. Geissen sind natürlich auch dabei, die dürfen auch nicht fehlen. Schön, dass wir auch Kleintiere sehen und es wird auch von diesen Jungen geführt. Aber da sehen wir schon die Nummer 2. Das ist die Harmoniemusik Luzern Horb. Eine Harmoniemusik, die fusioniert hat. Ist das so ein Trend, der in der heutigen Zeit passiert, dass man sich zusammenschließt? Das ist jetzt hier der Fall, aber ich glaube, jetzt haben wir gerade die Tamburen. Die können wir vielleicht die Frage beantworten. Es ist von früher her, in jeder Gemeinde hat es parteipolitisch eine rote oder eine schwarze Musik gegeben. Und die hat für eine gesunde Konkurrenz gesorgt. Und heute ist das ein weniger mehr der Fall. Heute tun sich vielleicht Musiker, die vielleicht weniger Mitglieder haben, zusammenschliessen. Und das ist da der Fall. Aber hören wir doch diesen schönen Verschklang zu. Und wir haben schon die nächste Nummer, nämlich ganz, ganz eine wichtige Nummer. Es sind eigentlich alle Verantwortlichen vom 63. Zentralschweizer Jodlerfest hier dabei. Wir sehen hier die Oka von Horb, die eine sehr tolle Leistung gemacht hat, das ganze Fest auf die Beine zu stellen. Voraus haben wir den Verbandsfähnrich gesehen, der die Verbandsfahne entgegennehmen durfte. Von dort her ist es sicher ein Stolz für den neuen Fähnrich, der da jetzt die ganze Ehrengastnummer dort anführen. Die beiden Trägervereine, die das eigentlich angerissen haben, das Fest. Das ist der Jodelclub Heimelig Horb und das Turnerchörli Horb. Wir sehen hier die Kolleginnen und Kollegen, die ihre Freude zeigen, dass sie das Fest erfolgreich auf die Beine gestellt haben. Und mittlerweile sind wir schon bei der Nummer 5 angelangt, und zwar die Gemeindeschule Horb. Natürlich mit einem Haufen Kindern, die auch nicht fehlen dürfen. Ja, für Nachwuchs scheint gesorgt zu sein, wenn ich die Bilder sehe. Es ist eine Freude, dass wir auch heute noch junge Leute haben, die Freude haben am Jodelgesang, an der Volksmusik. Und dazu haben wir auch heute eindrücklich im Festakt können erleben, wie die jungen Musikantinnen und Musikanten, sage ich jetzt mal, singen entdeckt haben. Es ist extra eine Komposition erstellt worden von Emil Wallimann, wo der Horbwurm komponiert hat. Jodlerinnen, wir haben es gehört, im Vorzug, dass die Klassen und Kindergärten bis zu der dritten Sek besucht worden sind, wo ein Lied gesungen haben, eben der Horbwurm. Und am Festakt hat man dürfen erleben, wie die Schülerinnen und Schüler mit Freude und mit Begeisterung die Komposition vorgetragen haben.
Und wenn man da die jungen Leute, die Mädchen und die Buben sieht, die Freude am Jodelgesang zeigen, zumindest mittragen, dann ist, glaube ich, die Zukunft gesichert für das Jodeln und für das Alphornblasen. Ja, Horb hat das sehr clever gemacht, dass sie das quasi in die Schulzimmer reingebracht haben, dass wirklich in den Schulzimmern auch gejodelt worden ist. Und schon haben wir die nächste Nummer. Es geht hier heute wirklich Schlag auf Schlag. Die Alphornvereinigung Pilatus Kulm. Mhm. 1998 ist der Verein gegründet worden. Präsident ist der David Reimann. Der Zauporn ist ja noch ein wichtiger Bestandteil von einem Jodelfest. Man redet eigentlich immer nur vom Jodelfest, aber man dürfte ja auch sagen, es ist ein Zauporn und ein Büchelblaserfest, das nebst dem Fahnenschwingen. Bei den Alphornbläsern gibt es ja auch verschiedene Kategorien. Sei das der Einzelbläser oder sei es der Duettbläser, Gruppenbläser, Quartett, Terzett. Und was man nicht darf vergessen, es gibt natürlich auch noch das kleine Instrument, den Büchel, wo man auch im Einzel, Duett oder im TZ kann hören. Und wir dürfen jetzt dann gerade ein Ständchen hören, das uns die Alphornvereinigung Pilatus Kulm wird bringen. Sie machen das clever, sie stellen sich am Rand auf zu einem Ständchen, damit die nachfolgenden Alphornbläsergruppen vorbeiziehen können und der Umzug nicht aufgehalten wird. Gerade, wo wir hier oben haben, habe ich richtig Hühnerhaut. Es geht einem unter die Haut und der schöne Vortrag, der unter der Leitung von Josef Fuhr gespielt wird, der selber auch Komponist ist, den wollen wir doch noch fertig geniessen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben sicher gemerkt, die rechte Hälfte ist schon hinter den Platz gezogen und die linke Hälfte, die jetzt vom Platz zieht, geht jetzt wieder etwas weiter führen, schließt sich nachher wieder bei der anderen Hälfte an und die Melodie wird durchgezogen. Und wir kommen zu der Nummer 8. Und zwar sind das die Freunde von alten Landmaschinen. Das ist ein sehr treuer Umzugsteilnehmer, kann man glaube ich sagen, gell, Godi?
ja, die kommen immer wieder an solchen Umzug rausgeputzt daher. Und da schlägt natürlich das Herz von so einem vielleicht Traktorenfreund oder von alten Traktoren sehr hoch, wenn man so einen Oldtimer rausputzen, zeigen und anschauen kann. Übrigens ist nicht das erste Mal an einem Jodelfest, wo so Traktorenfreunde mitmachen. Am vergangenen Zentralschweizerischen Jodelfest in Schötz, da haben die Träger von Freunden ebenfalls mitgemacht in dem Trägerverein. Auch die Gerätschaften, die man da sehen, wie man früher geheuert und geerntet hat. Es geht also wirklich darum, so die Geschichte der Landwirtschaft gell, wieder aufzuleben lassen, nicht vergessen werden und das halt einfach auch zu pflegen. Also es ist verrückt, wie die Maschinen auch gepflegt werden und rausgebützelt werden für so einen Anlass. Das braucht auch wirklich jemanden, der Freude hat an solchen. Denn man kann es ja nicht einfach rumstehen, wenn man es präsentieren will. Und darum sind sie auch gut unterhalten und werden schön geputzt präsentiert. Traktor bis zum Bürertraktor sehen wir da noch echt schweizerische Traktoren, die an und für sich heute nicht mehr so in dieser Art gebaut werden. Es ist natürlich eine riesen Erleichterung, die passiert ist in den letzten Jahren für die Landwirtschaft. Man hat wahnsinnige Fortschritte gemacht und gleich haben halt solche Gefährte schon noch ganz einen eigenen Charakter und Bedeutung. Ja, also wenn man natürlich schaut, wie man früher geheuert hat, hat man mindestens 3 Tage Sonnenschein müssen haben. Heutzutage geht das mit der Maschine, mit den Maschinen, die wir heute haben, viel einfacher. Und das ist natürlich der Anfang von der technologischen Landwirtschaft, die wir hier sehen. Da sehen wir noch ein umgesponnenes Horn, wenn ich richtig geschaut habe. Das ist eigentlich ein Vorläufer vom Alphorn. Schon früher haben die Senne und so Naturholzinstrumentblasen, wie da jetzt eine auf dem Heuwagen oder dort machen. Also heute muss man ja nicht Angst haben, dass das Heu verregnet wird. Das kommt sicher noch viel trockener in Schärme und Hei, weder als es daheim genommen worden ist. Definitiv. Ja, Zuschauer hat es in diesem Jahr relativ wenig, gell, am Strassenrand. Meinst du, es hat wirklich einfach damit zu tun, dass es viel zu heiß ist? Da bin ich überzeugt. Wir sind jetzt in einer Situation oder in einem Teil von Horb, wo recht viel Sonne her scheint, weil es weniger Bäume hat. Ich kann mir vorstellen, dass weiter hinten, wo es mehr Schattenplätze hat, dass dort wahrscheinlich viel mehr Zuschauer werden sein. Bei uns geht es weiter mit der Nummer 9 und zwar sind das die Ägeri Bergdreichler. Ein Verein, der noch nicht so alt ist, gell? 2014 ist er gegründet worden, 23 Mitglieder gibt es. Und im Zentrum stehen natürlich dann die grossen Dreichler, die ein bisschen hinten dran gerade kommen. Die Dreichler-Tradition, das kommt ein bisschen darauf an, woher man schaut. Es gibt Traditionen in bekannten Gebieten, wo der Samichlaus und Schmutzli jeweils eine grosse Tradition haben. Und von dort her gibt es länger sie mehr. Jetzt auch die Reichler, die das als Hobby haben, die das schweizerische Brauchtum pflegen. Und da sehen wir ganz speziell die Joche, die die Reichler tragen.
Weißt du, wie schwer das so ein Triechel kann sein? Ganz genau weiss ich es nicht. Ich habe irgendwo habe ich etwas gesehen von etwa 35 Kilo, meinte ich alles in allem. Also doch ein rechtes Gewicht, das hier auf den Schultern von diesen Mannen lastet. Genau. Und dann noch zusätzlich bei dieser Hitze ist das eine besondere Leistung, die diese Männer hier bringen. Wir hören auch noch das Klöpfen. Das hat nicht mit Schiessen zu tun, sondern das sind die Geiselklöpfer, die natürlich auch ein ganz schönes Brauchtum ist von der Schweiz. Ja, und um sich ein bisschen vom Samichlaus abheben, hat die Reichler-Gruppe damals nicht ein weisses Hemd angehabt, sondern ein richtiges Sinnenhemd, um sich eben auch doch einen anderen Glanz zu zeigen. Nummer 10 und uns Klöpfergruppe von Horb entgegen. Also ein einheimischer Verein, der das Brauchtum und das Geilen Klöpfen pflegen und weitergeben. Bravo, ein grosses Kompliment an die Klöpfer, die uns da eigentlich fast um die Ohren herum geklöpft haben. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder auf andere Töne konzentrieren kann. Es war unwahrscheinlich laut, wirklich. Sie werden hier auch begleitet, schon hinten dran von der Gruppe 11. Wir haben wieder eine Treichler-Gruppe, und zwar Treichler-Club Rickenbach. Die haben in diesem Jahr ihr 25-jährige Bestehen zu feiern. Und auch die sind aus der Samichlaus-Geschichte entstanden. Denn sie holen jeweils in diesen Tagen in der Kirche in Rickenbach den Samichlaus ab und begleiten begleiten. Es gibt übrigens auch ein eidgenössisches Treichlerfest. Zum Beispiel im Mai vor 2 Jahren ist das eidgenössische Schauer- und Reichentreffen in der Ostschweiz Märzstätte. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Reichler freuen auf das nächste Jahr, denn es wird im August im Bremgarten, Kanton Aargau, das eidgenössische Schauer- und Reichentreffen stattfinden. Wir sehen, die Treichler tragen 2 Glocken mit einem Joch. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, ist etwa 35 Kilo schwer. Der Verein zählt momentan 28 Mitglieder im Alter von 12 bis 70 Jahren. Also da könnte ich auch noch mitmachen vom Alter her. Und ich auch, in dem Fall. Ja. Ein schönes Gemisch. Ja. Gruppe Nummer 12, oder Nummer 12, die wir hier sehen, das ist der Studis Biohof. Und die Kinder, die wir hier vorne drauf sehen, das sind kleine Prominente, kann man schon fast sagen, oder? Gesichter vom diesjährigen Jodlerfest hier in Horb. Ja, das ist so. Und die sind eigentlich seit dem Herbst 2017 auf dem Foto und auf dem Video von dem 63. Zentralschweizerischen Jodlerfest Horb gesehen. Prominent verewigt und sie eigentlich Reklameträger für das wunderschöne Fest, das wir hier geniessen dürfen. Hier und dürfen natürlich nicht fehlen am diesjährigen Umzug, das ist klar. Was sie noch ausschenken, ist ein feiner Becher Apfelsaft. Etwas, das natürlich die Besucher am Strassenrand sehr, sehr gerne in Empfang nehmen bei diesen heissen Temperaturen. Also ich nehme es auch gerne entgegen, aber es läuft jetzt an uns vorbei. Wir sehen hier die Nummer 13, der Jodelclub Echo vom Rotbach Hellbühl.
Was ich ja besonders toll finde, ist, dass bei diesem Jodler-Club immer noch 9 Gründungsmitglieder mit dabei sind. Der Verein ist jetzt 1978 gegründet worden. Und da ist es natürlich schon noch möglich, dass Gründungsmitglieder dabei sind. 9, das ist aber wirklich schön. So eine Mischung wirklich von jung und alt. Das ist schon auch etwas, was einfach verbindet, das Jodler. Ja. Also die haben natürlich, die Jodler da vom Echo vom Rotbach, Hellbühl, die singen mit besonderer Freude heute, denn sie dürfen von einer Klasse 1, von der Höchstklasse, heute Kenntnis nehmen. Das ist sicher auch ein Verdienst vom Dirigent Geri Betti aus Rosmund, der den Club leitet. Wunderbar haben sie das gemacht. Was tut einem da so beflügeln, wenn man so eine super Klasse kann belegen kann? Tut das wirklich wieder Schub geben für die Zukunft, um noch besser zu werden? Es ist für jede Formation ein Ziel, an einem Jodelfest gut abzuschneiden. Und wenn man das Ziel erreicht, dass man Klasse 1 entgegennehmen dürfen, dann ist das eine Freude und Motivation zugleich. Die nächste Gruppe, die wir sehen, das ist die Landjugend Riviera, die Luzerner Rigi-Gemeinde, die sich hier zur Landjugend zusammengetan haben. Auch ganz eine tolle Sache, dass es das gibt, oder? Schön, dass wir auch die Landjugend hier begrüssen dürfen. Es heisst ja das Motto von diesem Jodelfest, ein Fest für alle. Und da gehört auch die Landjugend dazu, die sich ein Ziel gesetzt hat, als aktiver Verein verschiedene Anlässe zu organisieren, wandern, klettern und so weiter. Im Mittelpunkt ist immer eine gute Stimmung von diesem Verein, wo sie sicher können Erfolg haben und Freude haben an ihren Festanlässen. Was sie uns hier zeigen, ist das Wildheuen. Etwas, das ja immer noch so durchgeführt wird, weil es einfach nicht anders geht. Etwas wahnsinnig anstrengendes, oder? Das Wildheuen ist im ganzen Alpenraum gebräuchlich. Heu tut man an hochgelegenen Steilwiesen gewinnen, die vom Tier nicht erreichbar sind. Das ist übrigens Wildheu auch ein wichtiger Beitrag zum Lawinenschutz. Und von dort her ist es wichtig, dass man das aufrechterhält, wo auch so gefährlich ist. Wir kommen zum Jodlerclub Heimelig von Buchs. Auch der Club Heimelig Buchs hat die Klasse 1 erreicht. Heimelig, das ist eine Zunahme, die man vielfach hört bei einer Jodelgruppierung. Vielleicht gibt es auch Zunahmen Bergblumen, Bergglöckli, Turnerchörli, Echofon und so weiter. Und da geniessen wir doch den Jodelclub Heimelig Buchs. Fahnenschwingen, eine weitere Disziplin, die an einem Jodelfest eine wichtige Funktion hat. Da im Freien ist es nicht einfach, eine Fahne können zu schwingen, vor allem wenn man sie in die Luft wirft. Denn Fahnenschwingen ist eine alte Tradition, die man am Jodelfest jeweils auch als Sparte geniessen kann. Die quadratische Fahne weist eine Seitenlänge von 120 cm auf. Der Kreis, den sie im Wettvortrag jeweils betreten, hat einen Durchmesser von 150 cm. Und es gibt verschiedene Schwünge. Der Vortrag dauert 3 Minuten und die Fahnenschwinger können etwa 99 Fahnenschwünge auslesen. Es gibt Unterschwünge, Leib-, Körperschwünge, Dauerschwünge, Bein- oder Körperschwinge sowie Zuwürfe im Duett. Da sehen wir, oder haben wir gehört, den Büchelbläser. Und jetzt haben wir da den Hochschwung gesehen, wo wir
auch festgestellt haben, dass es nicht einfach ist, so eine Fahne abzufahren, vor allem wenn es dann noch ein bisschen windet. Markante Schwünge sind auch nach bekannten Zentralschweizer Bergen benannt, so zum Beispiel Rigi Hoch oder Pilatusstich. Wer sich noch vermehrt würde interessieren für Fahnenschwingen, der kann die 99 Schwünge auf einer DVD bestellen unter fahnenschwinger@bluewind.ch. Jetzt beim Fahnenschwingen habe ich gehört, es ist ja besonders schwierig, dass man einen Ort findet, wo man das auch richtig gut proben kann. Was muss das für eine Halle oder was für ein Raum sein, wo das geht? Wie man jetzt hier auch schwer sieht, es gibt eben sehr viele Hochschwünge und dann muss man die Höhe haben. Wenn man also in einem windstillen Ort üben will, dann muss man eine Halle haben, die so 8,50 Meter mindestens hat. Oder bis 10 Meter ist für einen Fahnenschwinger die Möglichkeit, dass man so eine Fahne umschwingen kann. Und bei uns geht es schon wieder weiter mit der Nummer 18. Wir haben hier den Jodlerclub Platte. Wie ist das so beim Jodeln? Wie tut man sich jetzt auf so ein Fest vorbereiten? Oder zumindest auf einen Umzug? Tut man sich da vorher einsingen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also sicher, für ein Fest Vorbereitung braucht es zuerst einmal eine gute Liedwahl. Und wenn man das Lied ausgelesen hat, dann braucht es eine seriöse Vorbereitung. Erstens einmal von der Melodie her, dass man die richtig einübt, dass man rhythmisch das exakt macht und dass man auch den Text auswendig kann natürlich, das ist immer etwas Wichtiges, denn erst den kann man so richtig gestalten, einen Vortrag. Aber hören wir doch jetzt gerade dazu. Vorher drauf haben wir gesehen, ein kleines Hochsichtspaar. Das ist etwas, was Sie unbedingt darauf aufmerksam machen wollen. Kannst du uns etwas noch zum Motto vielleicht sagen? Jetzt Platte steht eine wunderschöne Barockkirche, die sehr beliebt ist für Hochzeitspaar. Und darum haben sie als, da sehen wir die Kirche gerade, hier die Kapelle. Und darum haben sie auch ein Hochzeitspaar als Symbol genommen, weil sie eigentlich in dieser Kirche sehr viel Hochzeit können veranstalten können. Beim Vortrag, den wir jetzt gerade gehört haben, haben wir ganz markant die Jodelstimme gehört. Und wenn wir vorhin von den Vorbereitungen von einem Festlied gehört haben oder erzählt haben, dann darf man sagen, dass natürlich die Jodelstimme eine sehr markante Aufgabe übernimmt bei einem Vortrag. Aber da gehen wir schon weiter zu den nächsten Nummern. Das ist eine grosse Tradition hier in der Innerschweiz natürlich. Die Kriensermaske mit allen Figuren. Mit den Wäschweibern, die wir hier gerade sehen. Oder die Korberi, die hier vorbeiläuft. Die Kriensermaskenschnitzer sind natürlich sehr bekannt und haben eine alte Tradition. Ja, und jede Maske, die wird wirklich, ist ein Unikat, wird extra hergestellt, von Hand geschnitzt. Also ganz viel Arbeit, die hier drin steckt. Und man sieht, so etwas hat natürlich nicht nur Platz an der Fasnacht, sondern auch an einem Jodlerfest. Ja, also das Bauernweib, das wir jetzt gerade sehen, oder das Bernerweib und da wieder. Ich habe so richtig Freude, dass ich da Wäschweib sagen, ohne dass ich mich entschuldigen muss. Aber es ist eine alte Tradition und ich kann mir vorstellen, dass die Masken, die da geschnitzt sind, wirklich wertvoll sind. Und jetzt besonders in dieser Wärme gehen sie selbstverständlich auch warm. Mich dunkt es aber, sie sind ein bisschen züchtiger als sonst. Ja, wahrscheinlich bei uns in der kühlen Jahreszeit ein bisschen wüster daherkommen und ein bisschen mehr leben. Da sehen wir den Kriensertäckel.
auch ganz eine bekannte, markante Krienzer Maskenfigur. Ja, sie haben ein bisschen zahmet, aber es ist auch nicht Fasnachtzeit jetzt. Aber es ist schön, dass wir die anschauen dürfen. Danke vielmals in den Krienzer Masken, die uns die Tradition zeigen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es unter dieser Maske wahrscheinlich etwa 50 Grad warm ist am heutigen Tag. Also Hut ab vor all diesen Umzugsteilnehmern, die hier mitmachen heute. An diesem wunderbaren Prachtwetter natürlich, wenn man Zuschauer ist, aber für die Umzugsteilnehmer ist es definitiv nicht einfach. Aber dafür haben wir zwei wunderschöne Jodlernächte gehabt, weil es ein bisschen abgekühlt hat und wir dürfen von draussen singen und was natürlich etwas sehr Schönes ist und was einem unter die Haut geht, ist das jeweilige Singen, kameradschaftlich umeinanderlaufen und können das Jodelfest richtig geniessen. Wir sind bei der Nummer 20, bei den Treichler-Freunden Marc. Und da lassen wir doch einfach mal rein. Ich finde, die Treichler haben immer einfach so etwas Mystisches an sich. Ja, das ist so. Aber bei den Märchler, die seit 2010 bestehen, ist eigentlich aus einem alten Verein entstanden. Jetzt sind es 25 Mitglieder. Und ich muss jetzt wieder hören kommentieren, weil das Klöpfen geht mir gerade ein bisschen ins Ohr. Nachdem wir uns noch die Klänge der Treichler begleiten, sind wir schon bei der nächsten Gruppe angelangt. Das ist Nummer 21, und zwar die Einachsenfreunde Schachen Malters. Und Godi, da hast du eine ganz besondere Geschichte, die du mir erzählen könntest. Du hast die Einachsenfreunde nämlich mal ein Stückchen begleitet. Das ist schon zum Teil ein haarsträubendes Unterfangen, wenn sie hier in einer anderen Gemeinde oder anderen Kanton unterwegs sind. Ja, also Jodl, sagen wir, das ist Jodlfest. Brick war ja 2017 und die Einachsenfreunde haben gesagt, wir gehen an das Jodelfest auf Brick und sind von Schachen weg mit vier Fahrzeugen, also mit vier Einachsen, losgefahren, schön geschmückt. Und ich durfte dort noch einen Bericht machen für die Lokalzeitung, für den Entenbucher Anzeiger. Und dort haben wir einiges erlebt, in dem Sinn, wenn sie über Grinsau, über den Brünig und Glaubenberg dann eigentlich wieder heimgekommen sind. Aber im Brick sind sie natürlich begeistert empfangen worden. Weißt du, wie lange sie hatten? Ja, also reine Fahrzeit weiss ich nicht. Aber sie haben natürlich mehrere Etappen dran gemacht und zwischendurch noch etwas müssen trinken. Es gibt ja nicht nur die Einachsenfreunde, sondern es gibt vermehrt auch Einachsenrennen, die in der Landschaft stattfinden, wo auch sehr viel von jungen Jugendlichen Begeisterung auslöst. Das war das Kinder-Jodelchörli Knabuzer-Juzer von Schachen, das
die uns das wunderbar ständig gebracht hat. Wir haben es gehört, die 23 Mädchen und 5 Buben, die bei den Knabuzenjutzer mitgesungen haben, die haben mit Begeisterung und mit klaren, hellen Kinderstimmen ihr Lied gesungen. Sie haben die Luzerner Sonntagstracht an und die Buben die Luzerner Trachtenbluse. Es ist übrigens auch an diesem Jodelfest, es ist ja nicht nur für die Erwachsenen, sondern wir haben sehr viele Nachwuchsgruppen gehört, die einen tollen Auftritt hatten. Und hier haben wir die Alphorn-Gruppe Seetal, die wunderbar natürlich aussieht auf dem Gefährt. Also ein traumhafter Anblick. Man darf ruhig sagen, das ist eine weltweite Premiere, dass man Alphornbläser auf einem Wagen oben spielend kann sehen und hören. Normalerweise laufen sie an der Straße, auf der Straße beim Umzug, aber da blasen sie. Es braucht eine spezielle Vorrichtung, dass es keine Rück gibt. Aber hören wir doch dem schönen Klang zu. Es ist nicht einfach zu blasen auf einem fahrenden Wagen, denn es könnte einen Stopp geben oder einen Ruck und dann hat man plötzlich das Mundstück an den Lippen. Und die, die jetzt ebenfalls ins Mundstück blasen, dass sie die Nacht... Die original Kutzenmusik von Horb, ja. Die sind entstanden nämlich aus einer Guckenmusik. Und zwar sind das Nachthüller von Horb, die sonst als Guckenmusik unterwegs sind und sich in einer kleineren Formation zusammengetan haben, für eben, um auch unter einem Jahr zusammen zu musizieren. Und uns in Stimmung bringen. Und wir sind bei der Nummer 24, das ist die Imkergruppe von Horb. Ein tolles Thema, finde ich, an so einem Umzug. Hier einfach auch mal ein bisschen darauf aufmerksam machen, was die Imker eigentlich so leisten. Das ist ja, ein Handwerk, kann man sagen, das immer wie wichtiger geworden ist. Eben, die Honigbiene ist ja 80% für Bestäubung zuständig. Und ohne die Arbeit, die da die fleissigen Bienen für uns machen, wäre eine gewisse Nahrungsmittelproduktion nicht möglich. Das ist schon auch etwas, oder, was so einen Umzug an einem Jodlerfest auszeichnet, dass eben auch andere Vereine, die jetzt nicht zwingend musizieren, Platz haben und sich präsentieren können. Die Vielfalt, die wir hier sehen, von den Nummern zeugt von einem intensiven Vereinsleben in der ganzen Zentralschweiz, im Speziellen auch in der Umgebung von Luzern, Horb und so weiter. Von dort her ist es ja wirklich schön, dass man die Vielfalt sehen und miterleben kann. Hier auf dem Traktor sehen wir wieder einen Club, und zwar ist das Maiglöckli Emmenbrück mit ihren Nachwuchsjodlern. Sie haben eine ganz tolle Durchmischung in ihrem Club, wirklich von klein bis alt. Alle dürfen hier mitmachen. Das ist natürlich wunderbar, dass eben die Tradition auch weiterlebt, oder? Dass man den Nachwuchs wirklich einfach mitnimmt. Es gibt da und dort Clubs, die Schwierigkeiten haben in der Agglomeration und in der Stadt für Nachwuchs. Maiglöckli Emmenbrück ist ein Vorbild in der Nachwuchsförderung. Ihre Leiterin hat schon lange eigentlich geschaut, dass Nachwuchs kommt und hat eine spezielle Nachwuchsgruppe gegründet. Oh,
für das wunderbare Ständli. Auf dem Wagen sieht man die alte Emmerbrücke. Die ist 1785 gebaut worden und 1902 dann abgebrochen worden. Also eine kleine Anekdote in die Vergangenheit. Nach dem Sommerjutz, wo uns vorhin der Weihglöckli Luzern gesungen hat, hören wir einen weiteren Jutz. Der Club steht übrigens unter der Leitung von Trudi Ineichen. Die Präsidentin ist ihre Tochter, Barbara. Eine erfolgreiche Gruppe, Maiglöckli Hemmerbrück, die auch am Fest Klasse 1 erreicht hat. Wir sehen einen weiteren wichtigen Verein in Horb, und zwar ist das Behindertensportgruppe von Horb. Gotti, was würdest du sagen, wie gross ist die Wichtigkeit für die Vereine, eben, dass sie sich auch mal so wirklich präsentieren können? Horb hat gesagt, ein Fest für alle. Es war nicht nur das Motto, gewesen, das auf dem Papier gestanden ist, sondern sie haben es auch gelebt. Auch da mit dieser Behindertengruppe Horb zeigt man, in der Gemeinde braucht es Zusammenhalt von verschiedensten Kreisen. Seien das Sportler, seien es andererseits Sänger, seien es Musikantinnen und Musikanten oder Behinderte, die auch Platz finden und sollen haben in unserer Gesellschaft. Ein wunderbares Beispiel für das gelebte Motto «Ein Fest für alle». Wie fest tut so ein Anlass auch ein ganzes Dorf zusammenbringen, zusammenführen, näher bringen? Ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt, wo ich sagen kann, dass in einem Fest, das man organisieren darf, wie Jodelfest, verschiedenste Kreise zusammenkommen, die sonst nie zusammenkommen oder nicht miteinander reden. Und das gibt Kids über Jahre raus. Und das mag ich jedem gönnen, der so etwas erleben darf. Seinerzeit meinte ich 1992 in Estismatt, das Zentralschweizerische Jodelfest, das sehr viel Begeisterung ausgelöst hat und junge Leute, die heute noch an ein Jodelfest gehen, weil sie die tolle Stimmung genossen haben. Ja, du warst damals der UK-Präsident, gell? 1992. Ja, aber da ein weiteres Symbol von der Schweiz. Genau, der Jodlerclub Tellenbuben Attighausen, der sich hier natürlich präsentiert. Die sind 1938 gegründet und ist einer der ältesten Clubs des Kantons Uri. Hat zwar nicht so viele Jodelclubs im Kanton Uri. An was liegt das? Gibt es einen Grund? Ja, es gibt Regionen, wo es mehr Clubs hat und es gibt weniger Regionen, wo es weniger hat. Da, Attighauser, Tellenbuben, haben auch gestern für ihren Vortrag das Prädikat Klasse 1 bekommen. Und sie freuen sich dann sicher auf das nächste Zentralschweizerische Jodelfest, das im übernächsten Jahr in Andermatt stattfinden wird. Genau, und dann die Tradition ein bisschen bergauf wird bringen. Genau. Ein Ort, der natürlich wunderbar passt für Brauchtum und Tradition. Ja, und es wird vielleicht dort ein bisschen weniger warm sein. Davon gehen wir aus. Wir sind beim Nummer 29 angekommen, und zwar ist das die Trachtengruppe von Horb. Und sie führen uns einen echten Trachtentanz vor. Auch das Trachtenleben ist wie das Jodeln, Fahnenschwingen, Alpenbläsen, Blasen. Ein Brauchtum, das sich zusammenfindet in der Interessengemeinschaft für Volkskultur. Übrigens ist Volkskultur auch an derjenigen Olma Ehrengast. Alle die bekannte Volksgruppen sind eigentlich aufgewertet durch das, dass man merkt, aha, Volkskultur ist etwas Wichtiges, man muss erhalten und weitergehen in den Jungen, so wie wir da im Tanz sehen, wo der Volkstanz mitmachen. Also auch da ist für Nachwuchs gesorgt. Und dazu gehören natürlich die wunderbaren, schönen Trachten. Kannst du uns dazu vielleicht etwas sagen? Es gibt natürlich in jedem Kanton, in jedem Amt oder Region, wie in fast jedem Dorf, spezielle Trachten, sei das Sonntagstracht, Werchtigstracht oder sogar Festtagstracht, wo man an einem besonderen Fest trägt. Und das ist auch etwas, was erhaltenswert ist, indem dass man so Trachten weiter
pflegt, dass man echte Trachten weiterhin dort herstellt, dass man sie weiter vererbt. Und es mag vielleicht auch eine Entwicklung leiden, in dem, dass man nicht stillsteht und nur das bewahrt, was man hat, sondern vielleicht in Zukunft auch etwas Neues dürfen schaffen. Einen modernen Touch quasi reingeben. Früher haben sich die Trachten ja immer wieder weiterentwickelt. Jede Frau hat wieder etwas Neues reingebracht, bis man dann irgendwann definiert hat, dass es so und so muss aussehen. Das ist so. Da hören wir jetzt das Infusionsförmli Spital Wollhausen. Nach dem Lied, das wir jetzt hören, werden wir sie dann noch etwas näher vorstellen. Das Infusionskörli Spital Wollhausen ist 2008 einmal an einer Hochzeit von einer Arbeitskollegin spontan gegründet worden. Und es ist ja schön, dass man aus so einer Arbeitswelt heraus sich im Singen findet und jetzt hier an diesem Fest Zöl bambeln. Einen Hit, den man ja aus den Radio verschiedensten Sendungen gehört. Gibt es das noch öfters, dass so eine Gruppe sich aus dem Berufsleben quasi herausbildet? Das gibt es sicher, wie wir es jetzt da gerade erfahren haben. Es gibt es natürlich auch aus einem Hobby heraus, sei das Schützen, die plötzlich dann anfangen singen, dann gibt es ein Schützenchörli, oder Turner, die anfangen jodeln, dann gibt es ein Turnerchörli. Da gehen wir jetzt aber wieder weiter zu den Fahnenschwingen. Fahnenschwingenvereinigung Luzern und Umgebung. Kannst du uns hier vielleicht noch etwas zu den Kriterien sagen, jetzt bei den Wettvorträgen? Es ist ja so, dass man Einzelfahnenschwinger hat. Das sind 82 Vortragende, die sich gestellt haben. Dann gibt es auch ein Duett, also wo man gegenseitig einander Fahnen zuwirft, mit bekannten Formen. Und Kriterien sind natürlich, dass man möglichst den Kreis nicht muss verlassen muss. Übrigens noch, es ist auch noch eine Fahnenschwingerin hat teilgenommen, hier in Horb. Das war seitlang etwas Neues gewesen. Denn eine Tracht kann man ja nicht in der Tracht unbedingt Fahnen schwingen. Aber da hat auch der Verband, der Eidgenössische Jodelverband, hat sich da zum Ziel gesetzt, dass man das bei den Frauen dort führt. Da haben wir jetzt gerade einen Hochschwung gesehen von der Fahnenschwingervereinigung Luzern und Umgebung, wo sehr eine aktive Vereinigung ist, wo vor allem auch schaut, dass man für Nachwuchskurs anbietet. Und es ist wichtig, dass man auch in dieser Fahnenschwinger Möglichkeiten gibt, zum Auftreten. Und so ein Umzug ist natürlich ein Höhepunkt für so Fahnenschwinger, auch wenn es einem vielleicht die Fahne einmal ab und an wirft, weil der Wind ein bisschen stark wirkt. Wir sind natürlich froh um den Wind, dass wir da ein bisschen Kühlung dürfen erfahren. Ja, was mich noch erstaunt, sie trainieren also einmal in der Woche. Ich denke, das ist schon auch noch etwas sehr Anstrengendes. Jetzt gerade so einen Umzug, einen ganzen Umzug durchschwingen, das spürt man wahrscheinlich den Mund schon ein bisschen in den Knöcheln. Gut, sie sind sich gewohnt, aber es ist nicht einfach, so einen ganzen Umzug durchzustehen und die Schwünge können zu präsentieren. Übrigens, Fahne geschwungen wird entweder in der Schweizer Fahne, mit einer Schweizer Fahne oder mit einer Kantonsfahne. Da im Kanton Luzern sind natürlich jetzt heute die Luzerner Fahne vorherrschend. Ich
habe gehört, dass die Fahnenschwingenvereinigung Luzern und Umgebung sogar einen Auftritt hatte im Disneyland Paris. Also ein Brauch, der hier über die Landesgrenzen raus getragen wird. Etwas Wunderbares. Es gibt auch im Ausland Fahnenschwinger, aber nicht auf die Art, wie das in der Schweiz gepflegt wird. Übrigens, die Fahnenschwingenvereinigung Luzern und Umgebung ist eigentlich beim letzten Eidgenössischen in der Zentralschweiz, das war 2008 in Luzern, ebenfalls im Organisationskomitee dabei gewesen. Vielleicht können wir mal noch etwas über den Aufwand vom Fest sagen. Du bist eben selber mal OK-Präsident und hast so ein Fest organisiert mit deinem OK zusammen. Was für eine Arbeit steckt hinter so einem Anlass, wie wir jetzt das Wochenende hier zu Hause haben? Das kann man nicht in Zahlen sagen, sondern das kann man nur so festhalten, dass es braucht Vereinigung, es braucht eine Gruppierung, mehrere Trägervereine, die sich zur Verfügung stellen. Es braucht begeisterungsfähige Organisationskomiteemitglieder und es braucht begeisterungsfähige einheimische Leute, die an so einem Fest als Helferin und Helfer sich zur Verfügung stellen. Das ist der Jodlerclub Bergfreunde Schwarzenberg. Was gibt es eigentlich für Vorschriften beim Jodeln? Man hat immer das Gefühl, die Jodler werden durch Vorschriften fast bedrückt und verdrückt. Aber es gibt sehr wenig Vorschriften. Bei jedem Wettkampf gibt es gewisse Vorschriften. Aber beim Jodeln gibt es eigentlich nur die Vorschrift, es muss ein Lied sein, das ein Jodl angehängt hat, oder es muss ein Naturjod sein. Und sonst gibt es eigentlich keine Vorschriften. Wenn man das vergleicht mit anderen Wettkämpfern, sei das Eiskunstlaufen, wo es viel mehr Vorschriften gibt. Beim Jodeln braucht es eine gewisse Technik, die man muss können beherrschen muss, sei das Kehlkopfschläge. Oder sei das natürlich in der Harmonie ein reiner Vortrag, aber das ist dann etwas, was sich mit der Probe ergibt. Wir sind bei der Nummer 34 angelangt, Schwingerfreunde Kastanienbaum Korb. Die Verbindung zwischen Jodeln und Schwingen, das ist etwas, was einfach zusammengehört. Siehst du das auch so? Das kommt eigentlich seit der Gründung von diesen Verbänden, Eidgenössischen Schwingerverband oder Eidgenössischen Jodlerverband oder Hornusserverband. Die drei Verbände gehören eigentlich immer ein bisschen zusammen. Man merkt das an den Festivals oder man merkt das auch von der Zeitschrift her. Sie haben bis heuer eine gemeinsame Verbandszeitschrift gehabt, die jetzt leider aufgelöst worden ist. Und jetzt muss jeder Verband selber schauen, wie er ihre Verbandsmitglieder informieren und auf dem Laufenden halten. Zeitungswesen, Medienwesen ist natürlich allgemein in einem Wandel unterworfen und wahrscheinlich hat man das auch da gespürt und man versucht jetzt neue Wege. Gesehen wird man die Schwingenfreunde sicher nächstes Wochenende am Sonntag zu Flüelen. Wenn dann das Innerschweizer Schwing- und Alpenfest ist, Tele 1 wird dort ebenfalls berichten wie in den letzten Jahren über 10 Stunden live ab dem Morgen am 7. Und selbstverständlich werden wir dort auch wunderbare Jodelklänge zu hören bekommen. Und wir sind hier schon bei der Nummer 35 angelangt. Fadi-Gruppe. Ja, schön, die Verbindung. Auch da wieder, Horb lebt das Fest für alle. Für Jung, Alt und Mittelalterliche, je nachdem. Und die Fadi, die ja weltweit die grösste Jugendvereinigung ist, wo Kinder, Jugendliche dort offen stehen, ist ja auch da daheim. Und es ist schön, dass sie sich auch bereit erklärt haben, an diesem Umzug für die Fadi ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Ja, und sie haben ein tolles Accessoire dabei, nämlich Wasserpistolen. Da wird das Publikum am Strassenrand sicher Freude, wenn sie wenigstens ein bisschen Sprutz abbekommen. Eine kleine Abkühlung an diesem heissen, wunderbaren Sonntag. Ich wäre eigentlich nicht unglücklich, wenn es mich auch treffen würde auf der Tribüne, wo wir da sind. Wenn wir jetzt gerade vielleicht vor der nächsten Nummer, wo dann wieder Alphorn zu hören ist, es gibt ja beim Jodeln wie beim Alphornblasen gibt es verschiedene Komponisten. Und bei den Alphornbläsern hat man da in Horb
der Hermann Studer am ersten Stell, wo am meisten Vorträge vorgetragen worden sind. Und dann kommt der Hans-Jürg Sommer und andere weitere Komponisten. Bei den Jodler ist es ja sehr schön, dass man den einheimischen Hans Arecker an erster Stelle hat. Von ihm sind 20 Vorträge, Kompositionen vorgetragen worden. Als nächstfolgende ist die bekannte, eigentlich vom Luzerner Seetau stammende Marie-Therese von Gunten zu hören gewesen. Und ihre Vorträge sind auch in der ganzen Schweiz sehr beliebt. Alphornbläser Riviera, der hier für uns spielt und das gigantische Alphorn mit sich führt. Das ist ein richtiger Rekord. 12 Meter lang ist das Alphorn. Und zwar so gross, dass sogar jemand drin sitzen kann. Aber es ist nicht bespielbar, natürlich. Aber es ist schön, dass man das Wahrzeichen eigentlich fast von der Schweiz so etwas kann sehen, auch da am Umzug im Horn. Ja, es wird dann auch stationiert, dass man es dann auch noch von euch anschauen kann im Jodlerdörfli. Viel Arbeit, die hier wahrscheinlich dahinter gesteckt hat, bis man das so hatte. Ja, das kann man sich vorstellen. Das ist nicht so einfach. Es gibt auch nicht so viele Alphornbauer, denn es ist ja immerhin eine Kunst, ein Alphorn herzustellen. Da jetzt in der Länge. Auf der anderen Seite die normalen Alphorn, wenn ich das so sagen darf. Die müssen natürlich auch noch bespielbar sein. Meistens sind sie im Gess gestimmt. Und übrigens das Alphorn gehört aufgrund von der Blastechnik instrumentalkundlich zu den Blechblasinstrumenten, obwohl es traditionellerweise überwiegend aus Holz gefertigt ist. So ein Alphorn hat keine Klappe, keine Züge, keine Ventil und ist bezüglich der Töne auf die Naturtonreihe beschränkt. Bekannt ist der Ton Alphornfa, wo man mal den Namen so gibt. Wie ist denn das jetzt bei diesen heissen Temperaturen? Tut sich da so ein Alphorn verstimmen oder kann man das irgendwie auskorrigieren? Ich habe bis jetzt gar kein Verstimmungsalphorn gehört. Es ist natürlich schon klar, dass verschiedene Stimmungen möglich sind. Ein Holz schafft natürlich auch, vor allem wenn es die Feuchtigkeit überkommt. Aber da hören wir doch in diesem unverstimmten Alphorn Klang zu, diesem Trio. Vielleicht die Fußbekleidung, nicht unbedingt trachtenkonform, aber für einen Umzug sehr praktisch. Das Alphorn hat natürlich auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben vielleicht auch modernere Klänge, die wir jetzt hier nicht hören an einem Jodelfest. Aber es gibt auch bekannte
auch von Spielerinnen wie Lisa Stoll oder Eliana Burki, oder eine Pepe Lienhardt-Band, die ein Alphorn einbaut, die etwas Modernes reinbringt, wo natürlich der nicht mehr das Original-Alphorn ist, sondern wo der mit gewisser Technik, Glasfaserinstrument oder Kunststoff, andere Töne möglich sind. Ja, aber eine Tradition, die eigentlich in der Moderne auch seinen Platz gefunden hat, kann man sagen, oder? Also es gehört heute genauso dazu. Wenn man von Musik redet, ist es immer etwas, das sich entwickelt. Und das findet auch in dem Jodelgesang statt oder auch im Alphornblasen. Es soll und es darf sich entwickeln, was sich bewährt bleibt und was sich nicht bewährt, geht weg. Ja, und Jodeln ist ein gutes Stichwort. Der Jodler Club Litau, den wir hier jetzt zulassen dürfen. Auch sie haben Freude über eine erreichte Klasse 1. Sie werden geleitet von der Ursula Gernet Arecker. Es ist eine Tochter des bekannten Hans Arecker, der Ländlerkomponist und insbesondere Jodelliederkomponist, der da am meisten Vorträge hatte an seinem Jodelfest in seiner Gemeinde, seiner Heimatgemeinde, der Hans Arecker. Und wir hören auch hier ein Lied von ihm. Ja, alle Herren sind in der original Luzerner Herrentracht gekleidet. Die werden auch ein bisschen heiß im Moment. Das ist nicht mehr das Problem. Wenn man die Jodler gehört hat singen vorhin, dann muss man sagen, sie sind begeistert und haben Freude. Unter dem Motto, die Litauer Jodler grüßen unsere Kameraden aus Horb und danken für das schöne Fest. Die Litauer haben auch 1994 das 46. Zentralschweizerische Jodelfest können durchführen und wissen, was hinter so einer Organisation und so einem Grossanlass steht. Ja, und hier haben wir den Frutli. Der wird definitiv heiß haben, wenn ich den armen Tropf sehe in diesem dicken Fähli. Der Frutli von der Melchse Frutz, Maskottchen, der uns hier ein bisschen mitnimmt in die Ferienregion, zusammen mit dem Frutli-Zug. Ja, so ein Jodlerfest ist schon auch wirklich Werbung für eine ganze Region, oder? Bestimmt ist das der Fall. Es kann ja sehr weit rausgetragen werden in die ganze Gegend. Und viele Leute sagen, jetzt will ich wieder einmal auf Horb zum Beispiel oder auf Melchsee Frut. Es wird erinnert, dass wir sehr schöne Landschaft und sehr schöne Ferienorte haben in unserer Gegend.
Jetzt hat man bei den Wettkämpfen ja auch Wettvorträge begrüßen aus anderen Regionen. Ist das ganz üblich, dass man da aus anderen Kantonen auch anreist? Oder gibt es da schon Feste, die beliebter sind als andere? Währenddem, dass es da die Blaskapelle Dorfmusikanten Horb spielt, kann man sagen, dass natürlich auch von den verschiedenen Verbänden, die der Eidgenössische Jodelverband hat, es gibt 5 Unterverbände, Berner, Zentralschweizer Verband, Nordostschweizer, Nordwestschweizer und der Westschweizer Verband. Und alle die führen im 2-Jahres-Rhythmus ein Jodelfest durch. Das Ziel ist dann jeweils, dass man Qualifikation erreicht für ein eidgenössisches Jodelfest, das nächstes Jahr in Basel stattfindet. Wer beim Alpenblasen, beim Fahnenschwingen oder beim Jodeln mindestens eine Klasse 2 erreicht, hat sich für ein eidgenössisches Jodelfest qualifiziert. Und das sind natürlich einige jetzt hier in Horb. Wir sind bei der nächsten Nummer, das ist der Jodlerclub Edelweiss von Emmen. Ein Jodlerclub, der sich ein bisschen umtauft hat. Sie sind nämlich ursprünglich von Luzern. Ja, der Jodlerclub Edelweiss Luzern, wie er damals zumal geheissen hat, ist über 100-jährig und ist mit dem Jodeln verbunden und ist ein wichtiger Bestandteil gewesen und immer noch für Luzern und für auch Auslandauftritte. 1924 war anscheinend auch schon in Basel ein schweizerisches Jodelfest und dort waren sie auch schon bereits dabei gewesen. Es wird da jetzt gezeigt. Der Trägerverein vom 31. Eidgenössischen Jodlerfest sieht man jetzt hier gerade in Basel. Jawohl, sie sind auch immer am Abend mit den Laternen unterwegs gewesen, wo eigentlich von der Basler Fasnacht herkommt, aber sie haben dann nicht irgend sonst etwas glossiert, sondern sie haben auf ihrer Laterne eine Reklame gemacht für das Jodelfest, wo wir uns alle freuen, in Basel können dabei sein 2020. Das wird sicher wieder eine gigantische Sache. Ich gehe davon aus, ich freue mich auf jeden Fall dazu, für das Fest und ich freue mich für alle, die sich qualifiziert haben, dass sie an diesem Jodelfest teilnehmen können. Bevor das Basel stattfindet, nach Basel wird das weiteres zentralschweizerische Jodelfest stattfinden. Wie wir schon erwähnt haben, 2021 ist das 64. zentralschweizerische Jodelfest ein bisschen auf der Höhe, nämlich in Andermatt. Ja, das ist das Nummer 42, wo wir gerade hinten dran sind. Also vorne dran der Trägerverein vom 31. Eidgenössischen Jodlerfest und hinten dran der Trägerverein vom 64. Zentralschweizerischen Jodlerfest 2021 in Andermatt. Ja, auf 1447 Meter oben wird das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest stattfinden. Was hast du das Gefühl, Godi, gibt das etwa ein bisschen Luftproblem beim Jodeln bei dieser Höhe? Ich weiss nicht, ich mag mich nur erinnern an das Nordostschweizerisches Jodelfest in St. Moritz, das auf 1800 Meter stattgefunden hat. Dass dort ein paar ältere Damen und Herren beim Jodeln Schwierigkeiten hatten und auch die Alphornbläser, gewisse Leute, die in der Luft holen, ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Aber ich freue mich auch auf Andermatt. Es ist sicher schön, dass wir einmal dürfen in die Höhe im Kanton Uri ein Fest erleben. Uri hat nicht so viele Jodelclub, nämlich bei 4. Und 1945 hat in Flüelen das erste Mal so ein Jodelfest stattgefunden. 5-mal in Altdorf und jetzt 1921 in Andermatt. Oh,
einen eindrücklichen Gruß vom Jodelclub Seerose Flüelen und Jodelclub Bergblümli Schattdorf. Die beiden Clubs sind zusammen mit dem Alpenbläser- und Fahnenschwingervereinigung URI, die drei Trägervereine, die das nächste Zentralschweizerische Jodelfest 2021 in Andermatt werden durchführen. Wir freuen uns auf ein schönes Jodelfest im Urserental. Natürlich darf die historische Gotthardkutsche nicht fehlen, ein Symbol für Gotthardpost. Ja, und damit sind wir schon bei den letzten Nummern angelangt. Es ist sehr schnell gegangen, das Bergwaldchörli Enkenhütte, wo uns hier den Abschluss bildet von diesem wunderbaren Umzug. Ein Gastclub, kann man sagen, oder? Ja, sie kommen vom Nordostschweizerischen Jodelverband und sie auch auftreten, haben Klasse 1 erreicht und präsentiert jetzt da natürlich etwas Spezielles. Und zwar machen sie Reklame für ihr Nordostschweizerisches Jodelfest 2022 von Appenzell. Ja, das wäre doch ein Grund, um mal auf Appenzell zu reisen, oder? Übernächstes Jahr. Ah nein, in zwei Jahren. Drei Jahre sogar. 22. Das ist ja so. Ein Nordostschweizer Jodelverband tut nur ein Jodelfest durchführen in der Zwischenzeit von den eidgenössischen Jodelfesten. Aber das wird sicher ein tolles Fest sein. Letztes Wochenende haben wir ihr Fest in der Wintertour Wölflingen dürfen geniessen. Ja, und ein paar Fotos dürfen natürlich nicht fehlen. Das gehört heute genauso dazu. Wir haben ein typisches Eigenart gehört von Appenzell. Einerseits gibt es dort natürlich das Zäuerli oder das Ruckhauserli. Das sind schöne, eigenartige Naturklänge, die eine Tradition hat, die sehr unter die Haut geht. Ja, Gadi, was ziehst du für ein Fazit jetzt von diesem Umzug? Es ist eine grosse Vielfalt, die wir erleben durften, obwohl wir jetzt die Hunde nicht sehen durften. Und es ist eine Begeisterung da, die echt ist und ein mottogerecht, ein Fest für alle nachlebt. Ja, die Stimmung scheint gut zu sein, hier am Strassenrand. Es ist fast eine Wiederholung von den beiden Jodlernächten, die wir in lauer Stimmung oder Temperaturen dürfen geniessen. Es ist einfach etwas Typisches für ein Jodelfest. Es hat wohl Polizisten herum, die für Ruhe und Ordnung schauen wollen, aber die haben nichts zu tun. Denn so ein Jodelfest verläuft immer friedlich und in geordneten Bahnen. Es gibt keine Zwischenfälle, es gibt keine Schlägereien. Man schaut zueinander, man hat Freude und man tut die Freude mit einem fröhlichen Jutz oder mit einem Alphornständchen bezeugen. Ein solches Fest, wenn man das nie erlebt hat, muss man unbedingt einmal gehen. Denn ein solches Fest hat noch Tradition, ist volksverbunden und man fühlt sich daheim. Ob man der aktive Jodler, Alphornbläser oder Fahnenschwinger ist, ist egal. Wichtig, man kann mitgeniessen. Man kann das typisch Schweizerische erleben und Freude haben an so einem gemeinsamen Fest. Ja, und es ist halt einfach auch etwas für wirklich Jung und Alt.
egal welche Generation, etwas, das verbindet. Ein Fest für alle. Ja, mit dieser letzten Nummer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verabschieden wir uns hier vom Kommentatorenplatz. Danke viel, viel mal, haben Sie mit uns diesen wunderbaren Umzug mitverfolgt. Bedanken möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich auch bei dir, lieber Gotti. Danke vielmals für deine Unterstützung, für deine wertvollen Zusatzinformationen und den exklusiven Einblick in die Welt des Brauchtums. Ich nehme an, für dich geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Nachdem, dass man eine so strenge Zeit hatte, einerseits als Jurymitglied, andererseits als Festgenießer, glaube ich, ist jetzt genug, nachdem dass ich jetzt auch noch den Kommentator machen oder mitkommentieren am Umzug. Ich glaube, ich bin jetzt reif für ein paar Stunden Ruhe. Und genieße in Gedanken das Fest und lebe noch viele Tage weiter und sehr von dem zu den freudigen Ereignissen, die wir haben dürfen, miteinander feiern und begehen. Ja, aufhören auf dem Höhepunkt, würde ich doch sagen. Bei uns geht es nach einer kurzen Werbepause weiter. Fabian Bammert hat dann Reaktionen von diesem wunderbaren Umzug. Wir wünschen Ihnen hier vom Kommentatorenplatz aus ganz einen tollen Sonntagabend und freuen uns natürlich, denn wenn Sie nächste Woche wieder einschalten für Schwingfest. Ade miteinander. Das Jodlerfest 2019. Das Innerschweizer Schwing- und Alplerfest 2019 mit den besten Schwinger am 7. Juli zu Fühlen. Packende Zweikämpfe und Emotionen pur über 10 Stunden live auf Ihrem Zentralschweizer Fernseh Tele 1. Das Innerschweizer Schwing- und Alplerfest wird Ihnen präsentiert von Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region und Radio Pilatus. Grenzig Herrenmode, das Fachgeschäft für alle Männer und alle Grössen in Hedigen. Unser Name ist unsere Marke. grenzigherrenmode.ch. Die Welt von Naturo Kork AG. Attraktive, moderne und natürliche Böden. Kork, Mikrodur, Vinyl und Parkett. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Aufzufallen mit Radio, Fernsehen oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmer auf die Werbeproduktion von Tele 1. Für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung, für ihre Botschaft. Wir beraten sie gerne. Schwing- und Alplerfest auf der Rigi, der Königin der Berge, am Sonntag, 14. Juli, live auf Tele 1. Wer schwingt am Bergkranzfest oben aus? Wir liefern packende Kämpfe und spannende Analysen über 10 Stunden live am 14. Juli auf Ihrem Zentralschweizer Fernsehen. Das Schwing- und Alplerfest auf der Rigi wird Ihnen präsentiert von der Königin der Berge, der Rigi. Aussteigen, geniessen, ganz einfach. Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region. Emma Tech Notwil. Herzliches Beileid allen, die das mit essen. Weisst du noch, als der Regionalfernsehen ganz jung war? Da ist Szenenfutter, das Trendmagazin. Mein Name ist Philipp Ortmann und ich begrüße euch recht herzlich zu der Premiere. Und das sind unsere Themen. Weisst du noch, wo der Herr mit seinem Plakat am X Luzern vor der Bank gestanden ist? Dann die da lesen, du lieber schreiben als etwas belabern. Weisst du noch, wo das Pausenwunder aus Frankreich mit dem Marketingwunder von Luzern geflirtet hat? Vielleicht weisst du noch, wo ein Chines für die Schweiz Olympiagold geholt hat?
«Weisst noch» bringt Geschichten aus dem Archiv wieder auf den Bildschirm. Immer am Montag oben. Da müssen wir uns ja jetzt beeilen, nicht? Das Jodlerfest 2019 wird Ihnen präsentiert von GOB, für mich und dich. Und der CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner ganz persönlich. Herzlich willkommen zurück zum krönenden Abschluss des 63. Zentralschweizerischen Jodlerfest aus Horb. Und ich habe einen Gast bei mir, den ich mich jedes Jahr wieder darauf freue, dass er schnell vorbeikommt. Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes, Richard Huwiler. Wie hast du es heute so erlebt? Einfach nur fantastisch. Es ist wirklich, jedes Jodlerfest ist ja anders, aber jetzt hier auch in Horb, es ist einfach fantastisch. Drei wunderbare Tage, super Wetter, aufgestelltes Publikum, ein wunderbares Fest. Fest, das man eigentlich nicht besser machen könnte, einfach nur schön. Richard, sprich das Wetter an. Also ich bin schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, du hast noch deutlich mehr an. Du sagst aber, ja. Nein, als Jodler ist das eigentlich okay, lieber als Regen. Genau, also mein Spruch an diesem Jodlerfest war klar, lieber heiß und trocken als nass und kalt. Und das ist hervorragend so. Man stellt sich auf das hin. Wir Jodler, wir haben schon so viele heisse Jodlerfeste erlebt. Da musst du einfach genug Hömmli parat haben. Und wenn man zwischendurch waschen kann, mal duschen, dann ist das perfekt. Und jetzt höre ich, hinter uns kommt schon die Putzmaschine. Der Umzug ist definitiv durch. So ein bisschen das Highlight von dem Wochenende. Ich weiss, ich frage dich ja jedes Jahr, ja. Und es ist jedes Jahr wieder schwierig. Aber hast du jetzt auch heute etwas gehabt, wo du gesagt hast, ist dir besonders ins Auge gestochen an diesem Festumzug? Die Highlights sind immer etwas schwierig. Das fängt natürlich an mit der Festeröffnung, wo man weiss, jetzt geht es definitiv los. Dann kommen die wunderbaren Vorträge, Freitag, oben, Samstag, den ganzen Tag, wo sich unsere Mitglieder so gefreut haben und hervorragende Leistungen gebracht haben. Heute Morgen der Festakt, der sehr, sehr emotional war, auch für mich persönlich. Und heute jetzt noch der Abschluss mit dem Umzug, der einfach wieder mal einmalig war. Du sagst für dich doch auch noch emotional, nach so vielen Jahren, wo du schon dabei bist, was muss denn da passieren, dass eben auch dich wirklich noch berührt? Mich berührt es jedes Mal, so ein Festakt. Und er ist auch immer ein bisschen anders aufgebaut, aber zum Beispiel so eine Fahnenübergabe, das Weitergeben von so einer Fahne an den nächsten Ort ist natürlich wunderbar. Und für mich ist es einfach noch emotional, weil es für mich das letzte Jodlerfest ist, das ich als Verbandspräsident mache. Du sprichst es schon an, das wäre natürlich die nächste Frage gewesen. Kommt da auch langsam ein bisschen das weinende Auge ins Spiel? Ich nehme an, du kannst auf so viele schöne Jahre zurückschauen, aber es ist ja schon ein bisschen Wehmut, oder? Ja. Es wäre ja falsch, wenn es nicht auch noch Wehmut dabei wäre. Das ist ganz klar, es ist ein weinendes Auge, aber für mich ist eine Sitzung so in der Ordnung. Ich habe das viele, viele Jahre machen, wunderbare Zeit erlebt und jetzt kann ich den Stab an einen Jüngeren weitergeben, hoffen wir. Und nächstes Jahr hoffentlich mal tiefenentspannt irgendwo in einem Liegestuhl am Strassenrand den Umzug geniessen, oder wie? Zum Beispiel, ja, das ist ja das Eidgenössische in Basel, da schauen wir dann. Und dann schauen wir wieder im 21 in Andermatt, wo dann vielleicht wieder einen wunderbaren Umzug, nicht nur vielleicht, ganz sicher einen wunderbaren Umzug wird stattfinden. Richard, zum Schluss, wenn du jetzt sagst, eben, du gehst das ein bisschen weiter, jemand Jüngeres, was wünschst du dir für die Zukunft, auch für die Jodler-Szene? Wie soll sich die in deinen Augen weiterentwickeln? Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Die ganze Szene, ich rede ja nicht nur vom Jodeln, ich rede von unserem Kulturgut und Brauchtum. Wir müssen einfach schauen, dass wir das so unseren nächsten Generationen weitergeben können, dass wir auch noch in 30, 40 Jahren tätige Umzüge und tätige Feste machen können. Und das braucht aber sehr, sehr viel Arbeit. Wir müssen dort dranbleiben. Die heutige Generation, die junge Generation, hat Möglichkeiten, wo sie sich nicht mehr unbedingt mit dem Kulturgut und Brauchtum auseinandersetzen. Aber wir setzen alles daran, dass sie sich für uns das einsetzen. Jetzt wünsche ich dir zuerst aber mal noch einen ganz schönen Rest von dem Jodlerfest 2019. Merci vielmals, bist schnell bei uns vorbei. Sehr gerne. Danke vielmals in dir, merci. Danke. Ja, und auch Ihnen daheim, danke vielmals, dass Sie mit dabei waren. Das war es auch schon wieder. Wenn Sie jetzt den grossen Festumzug verpasst haben, gar kein Problem. Bei uns gibt es heute in der Sendung unterwegs noch einmal alle Highlights zusammengefasst und dann am nächsten Samstag am Nachmittag den ganzen Umzug noch einmal in voller Länge von dem Zentralschweizerischen Jodlerfest 2019 aus Horb. Und genau in einer Woche sehen wir uns schon wieder.
Dann müssen sie allerdings ein bisschen früher aufstehen. Da sind wir nämlich am Innerschweizer Schwing- und Alplerfest zu Flüelen. Ab morgen halb sieben geht es los. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz kühlen Sonntagabend und einen guten Start in die Woche. Ade miteinander. Es ist für uns eine schöne Zeit, wenn Jodeln blüht sich finden. Wer Freude hat, der bringt, so schnützt er ja nicht. Fest 2019 wird Ihnen präsentiert von GOP, für mich und dich. Und der CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner ganz persönlich. Innerschweizer Schwing- und Alplerfest 2019 mit den besten Schwinger am 7. Juli zu Flüelen. Packende Zweikämpfe und Emotionen pur, über 10 Stunden live auf Ihrem Zentralschweizer Fernseh Tele 1. Das Innerschweizer Schwing- und Alplerfest wird Ihnen präsentiert von Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region und Radio Pilatus. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Um aufzufallen mit Radio, Fernsehen oder Online-Werbung, setzen viele Unternehmen auf die Werbeproduktion von Tele 1. Für ihr Produkt, für ihre Dienste.